Wester abgelegen. Cole hat ein gutes Versteck gewählt. Wohl nicht gut genug. Ich habe schlechte Nachrichten. Im Dorf, in dem er lebte, gab es gestern auch einen Anschlag. Sie hatten viele Bauteile für Raumschiffe und Ressourcen dazu. Der Anschlag galt nicht Cole. Die Assassinen scheinen eher im Verborgenen zu handeln. Er kann aber trotzdem unter den Opfern sein. Ist ein kleines Dorf. Wir werden sehen. Vater. Hey, Vater, Herr Gouverneur. Bereit? Wir wollten noch in die Stadt. Cleve, pack den wieder weg. Aber... Wir nehmen den Blaster nicht in die Stadt. Wann darf ich das Teil eigentlich mal fahren? Wenn du alt genug bist. Nächstes Jahr. Wenn du meinst... Hast du die Nachricht gekriegt, die ich dir hinterlegt habe? Das mit den ehemaligen Gouverneuren? Dass sie alle sterben? Ja, einer nach dem anderen. Hast du keine Angst, dass es dich auch trifft? Was, wenn die von der Republik wissen, wo du bist? Das wissen die sowieso. Außerdem kam die Warnung von der Republik. Mach dir keine Gedanken darum. Und was auch immer vom Imperium übrig ist, hat keine Ahnung, wo ich bin. Du bist zu unvorsichtig. Sicher, dass du dich richtig um mich sorgst? Ich würde mein Leben für dich geben, ohne zu zögern. Aber wir sind nicht in Gefahr. Es kann kein Zufall sein, dass die anderen ehemaligen Gouverneure alle sterben. Schau mich an. Ich hab noch ein paar Jahre. Ich war der jüngste Gouverneur damals. Alle anderen waren älter als ich. Ist doch klar, dass es für sie endlich mal soweit ist. Ist der Gouverneur wieder am Angeben? Ich weiß nicht, was du meinst. Lass es doch mal wieder. Was eine schlechte Nachbildung. Wir wollen hier keinen Krieg. Ich hätte gern so einen Helm. Darin kannst du nichts sehen. Gehen wir weiter. Geh schon mal vor. Je eher wir wieder zu Hause sind, desto besser. Ich hole noch schnell was, damit das Holz besser wird. Bis gleich. Was darf es denn sein, Cole? Pestizide, bitte. Bei mir ist der Wurm drin. Letztes Jahr warst du der Einzige, dessen Holz durchgekommen ist. Dieses Jahr hast du sicher auch Profit. Ich bin kein geborener Holzfäller. Aber ein guter Spieler. Wie sieht's aus? Je nachdem, wie viel Stahl wir uns heute leisten können, repariere ich gleich noch das Loch in meinem Dach. Deine Tochter, Klee, wird sie eigentlich auch Holzfällerin? Sie würde, glaube ich, lieber ins Militär. Ins Abenteuer. Du weißt schon. Zum Glück gibt's kein Militär mehr. Seit dem Beschluss der Republik sind die Preise stark gesunken. All unsere Bauteile für Raumschiffe sind jetzt nutzlos. Ein Glück, dass du dich auf Holz spezialisiert hast. Und ich... Das ist ein verdammter Anschlag. Nimm wenigstens das mit. Lauf zum Hinterausgang. Wir müssen verschwinden. Sie sind wegen dir hier. Sie wollen dich töten.